Das 1 Million Abonnenten-Special von Philipp.psd. 1 Million Abonnenten. Pause. Wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass ich einmal die 1 Million Abonnenten-Marke knacke, dann hätte ich sofort geglaubt. Nein, ernsthaft. Ich meine, ich hab's verdient. Ich hab nie klein angefangen. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als ich bereits kurz nach den 100.000 Abonnenten von Bundeskanzlerin Angela Merkel zu ihrem alljährlichen Geburtstag eingeladen worden bin? Ah, schön reinsaufen! Mein erster Werbepartner. Paluten, Stimme im Hintergrund. Der erste Werbepartner. Aber kein geringerer als Elon Musk. Mit SpaceX, natürlich, der mir einen 7-tägigen 5-Sterne-Resort-Aufenthalt auf dem Mars ermöglichte. Jedoch wäre das niemals ohne den Seitenbacher Werbedeal realisierbar gewesen. Ja. Seitenbacher Marssteigemüsli. Marssteigemüsli von Seitenbacher. Um nicht völlig abzuheben, habe ich kurzerhand meinen ersten Mitarbeiter eingestellt. Meinen neuen Cutter, Paluten. Eine Hand. Das ist ja, Philipp BSD, der Cutter von Paluten, also das ist echt, also die Videos sind wirklich immer, kann ich nur empfehlen, sind wirklich immer wieder lustig. Nase juckt schon wieder, was ist mit meiner Nase los? Wer ist schließlich die andere? Und ihr hoffentlich beide. Es ist immer noch Pandemie. Im selben Jahr habe ich es auf das Cover von Playmobil Boy geschafft, habe den Platin-Hit 1000 und ein Rauferbein mit den Bemigos rausgebracht, habe den Oscar als bester Nebendarsteller auf meinem eigenen Kanal gewonnen und habe... Bester Nebendarsteller auf dem eigenen Kanal, ja. Sehr schön. Meine Bestseller-Autobiografie vom Cutter zum Kult veröffentlicht. Aber ohne euch wäre das alles natürlich möglich gewesen. Dennoch 1 Million Abonnenten. Philipp, warte mal kurz. Du hast 100.000 Abonnenten. Was? Ja, schau mal bitte nochmal auf das Skript. Da steht 100.000. Wie 100.000? Ich dachte, ich habe 1 Million. Nee, wartet mal. Da stand ganz safe 1 Million. Ey, ich bin mir ziemlich sicher. Das sind nur 100.000 und du wolltest eigentlich dein Merch bewerben. Merch. Ja, gut. Leute, ich will jetzt gar nicht um den heißen Brei reden. Ich hab jetzt Merch. Und zwar habe ich zusammen mit MyMerch einmal einen Hoodie mit meinem Otter in schwarz-weiß rausgebracht. Der Otter ist gerade am Schwimmen und oben drüber ist noch so ein kleines rotes Herzchen. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Dann habe ich noch 2 T-Shirts. Ich hätte das Design, also vielleicht passt es auch zu ihm irgendwie, aber das, ich hätte das ein bisschen größer gemacht, wenn ich ehrlich mal, ich was sagen, wenn ich schon mal hier bin und schon mal drüber rede und wenn ich das schon mal sage, ich hätte es ein bisschen hier, so, nicht über das ganze T-Shirt, aber ein bisschen größer hier, ein bisschen irgendwie, es ist für ein T-Shirt-Aufdruck, ich meine, wenn du schon da so ein schönes Bild hast mit dem Otter, das ist so ein kleiner, mein Otter, das ist, mit dem, das sieht ja ganz hübsch aus, das kann man auch ein bisschen hervorheben, wenn es ist so klein dann auf dem Dings, dann fällt das nicht auf, dann ist, ja, ist auch bei dem Vordings hier bei dem. Ich hätte es mindestens doppelt so groß gemacht. Schwimmen und oben drüber ist noch so ein kleines rotes Herzchen. Dann habe ich noch 2 T-Shirts. Dank für die 100.000 Abonnenten. Jetzt mal wirklich Real Talk. Vor 10 Jahren hatte ich mit 13 den Traum, einmal selber Videos zu machen und genau diese 100.000er Marke zu knacken. Ich habe zwar noch keinen Play-Button, sondern den Strike von YouTube bekommen. An der Stelle nochmal Dankeschön. Aber mein 13-jähriges Ich wäre so krass stolz. Das stimmt. Danke. Freunde der Sonne. Das stimmt. Ich kann es auch von mir sagen, es ist, ich habe jetzt noch nicht die 100.000 Abos erreicht oder irgendwie, ich habe noch nicht irgendwas erreicht, aber ich glaube selbst, also als ich mit YouTube angefangen habe, 2016, mein erstes Video hochgeladen, habe ich mir gedacht, es ist, wenn du 5 Zuschauer hast, dann, wenn du also 5 Abonnenten kriegst, das ist, wenn 5 Abonnenten und einen Zuschauer kriegst, hast du Glück. Dass ich überhaupt mal irgendwie Reaction-Streams mache auf Twitch, dass ich mal irgendwie mal das mit anderen Leuten was zusammenspiele, dass ich irgendwie mal das mit einem 4-5-Discord irgendwie was mache, dass große Projekte planen, dass ich das irgendwie mal wirklich so Daily Upload hinkriege oder irgendwas mal gebacken kriege, dass da irgendwie mir ein Kanalkonzept geschissen kriege und irgendwie
regelmäßig Let's Plays mache, das ist also allein, also nicht nur mein 12-jähriges Ich wäre stolz auf mich, sondern schon mein 2016er Ich hätte schon gesagt, okay, ordentlich, nicht schlecht. Das ist auch die Videoqualität ist auch deutlich gestiegen und steigt auch immer weiter seit 2016 und das ist halt wirklich schon, kann man nicht, also muss man sagen, also es ist da Vergangenheits-Zweige ist stolz auf mich. Ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich lese safe. Und Vergangenheits-PSD, Philipp PSD kann auch stolz auf Zukunft, auf Gegenwarts, Vergangenheit, ist ja das Video schon ein bisschen älter, PSD sein. Philipp PSD. Jeden Einzelnen. Und eine kleine Überraschung habe ich da noch. Hört ihr das? Die Musik? Das klingt doch irgendwie nach einem neuen Outro. Leute, haut rein! Ein Outro. Und... cool. Cooles Outro. Ja, und da ist auch schon gleich das nächste Video, was wir uns gleich reinzimmern können. Ja, das nächste Philipp PSD Video. Let's go. Dein neuestes Video. Dieses Mal bitte nur die Spitzen schneiden. Nee, das habe ich verwechselt. Das neueste Video ist das hier. Das hatten wir das letzte Mal schon gesehen. Hier. 5 Arten von Eltern während der Corona-Pandemie 2021. Let's fetz. Hast du Eltern? Also rein theoretisch. So genau wollte ich das jetzt gar nicht wissen. Leute, heute geht's um unsere lieben Eltern und ihre komischen Eigenarten, die sie während der Pandemie entwickelt haben. Oh, übrigens, ja. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich habe seit neuestem Geilo-Merch, der mit einer biologisch abbaubaren Verpackung versendet wird. Zudem wird bei jedem Kauf ein Baumsetzling gepflanzt. Das Video. Die Übervorsichtigen. Sterile. Alles desinfizieren, alles desinfizieren. Corona. Anschieben. Randecken. So. Nice. Natürlich. Die Überforderten. Ja. Gerade für alleinerziehende Mütter und das auch generell für große Familien mit vielen Kindern im Haushalt, das ist die Krise, die Corona-Krise, das ja, Lockdown ist für Leute wie mich zum Beispiel immer ganz einfach gesagt, der bleibt mal zu Hause, ja, zockst halt ein bisschen mehr, gehst halt weniger raus, aber für Leute, die halt kleine Kinder rumlaufen haben in der engen Wohnung und dann, es ist schon, da ist man leicht überfordert. Das kann man denen nicht übernehmen, dass man da mal überfordert ist. Ja, die, ungefähr so. Die ihr Kind einfach vor dem Laptop absetzen. Das ist aber ein ganz schön großes Kind. Das ist aber schon ziemlich, das ist schon fast erwachsen. Die ihr Kind einfach vor dem Laptop absetzen. Inception. Oh, du schaust das Video? Nice. Die Hobbylosen. Na, was machst du gerade? Ich hab grad Mathe. Ist was? Nö. Schau mal, ich hab dir Kuchen gebracht. Ja. Danke. Eltern, wenn sie selbst frei haben und dann das ist... Ja, wenn es dann zu langweilig wird... Hey, wollen wir später puzzeln? Dad, ich hab grad Mathe! Okay. Sohnemann, wie wär's mit Fußball? Schau mal. Schön hat man's, wenn man allein erlebt, wenn man von den Eltern schon ausgezogen ist und dann die Eltern nicht mehr nerven. Ich hab deinen Namen mit Macaroni geschrieben. Die Telegram-Eltern. Welcher Name steht denn eigentlich? Das ist Eltern. Die. Da steht. Es
könnte Danny, Dennis, das könnte Dennis sein, wenn da noch ein S hinten drin ist. Das ist ein D, ein E, ein N und ein I und dann könnte noch ein S sein. Dennis. Die Telegram-Eltern. Und deswegen merkt ihr ein Ex-Rektoloid. Hier, Marvin, setz es auf. Die strahlen. Gina, morgen ist nochmal Widerstandsdemo. Packt eure Energiesteine ein. Nicht vergessen. Aber Mama, ich hab morgen Doppelstunde Geschichte. Geschichte nach der Revolution. Braucht das keiner mehr. Jana, packt mal nochmal einen Xavier Naidoo-CD in den Rekorder. An der Stelle hoffe ich, dass euch das kleine Video gefallen hat. Wenn ihr weitere Eigenarten von euren Eltern für einen zweiten Teil wisst, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich über ein Abo freuen. Leute, umarmt mal wieder eure Eltern und... Naja, vielleicht nicht so fest umarmen. Das ist jetzt Corona und so weiter. Das ist jetzt Umarmung. Vielleicht doch, ich weiß nicht. So, steht denn schon was in dem... Umarmt eure Eltern, die übervorsichtigen Testvideo-Comic. Okay. Packt eure Energiesteine ein, nicht vergessen. Es fehlen noch die, denen einfach alles egal ist. Die kommen dann gerne während der Videokonferenz mit dem Staubsauger ins Zimmer und telefonieren extra laut bei den Hausaufgaben. Leben ist frei erfunden. Ja, man kennt's. Die fehlen natürlich. Das Outro ist mega. Ich feiere den Kanal. Sehr schön. Schaut mal bei Philipp.psd, Philipp.psd vorbei. Der macht sehr, sehr schöne Videos. Sehr aufwendig animiert und sehr schöne Sachen. Ist wirklich immer wieder lustig. Könnt ihr gleich mein Abo, die Glocke aktivieren. Könnt auch Mitglied werden. Könnt dann ein Däumchen nach oben da lassen. Und ja, auch bei mir auf Twitch vorbeischauen, den Kanal abonnieren und ja, das Übliche, was man auf YouTube so macht. Und auf Twitch gerade live zuschaut, könnt ihr auch mal ein Follow da lassen. Da oben müsste das auch irgendwo sein, da oben. Also irgendwie, das ist dann, das ist da oder dort oder keine Ahnung, wo der Follow-Button bei Twitch ist. Ich kenne da nicht so. Nee, der, ich glaube, der ist da unten, der ist irgendwo hier, das ist da. Ich glaube, der war da unten, unter dem, neben dem Titel müsste der stehen, das neben dem, da oder dort oder da, das ist irgendwo, könnt ihr mal followen. Jo.